Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Weiter geht's hier im ekligen Bauch von Yabu Yabu, dem riesigen Wal. Prinzessin Huto, die diente als Schaltergewicht. Ja, wir haben schon die Dungeon-Karte und auch den Boomerang im letzten Part gefunden und jetzt erkunden wir weiter hier diesen komischen 12-Finger-Damm oder was es ist. Wie unaufmerksam von dir, warum lässt du mich hier sitzen? Wenn du ein Mann sein willst, dann verhalte dich auch so. Ja, schön. Bist echt nice in der Pubertät. Alte Zicke, ey. Was ist jetzt schon wieder? Das rote, schleimige Ding ist fort. Es erscheint, als du den Tentakel zerstört hast. Das bei anderen auch funktioniert? Ja, in der Tat. Das war ein guter Tipp. Denn wir haben im letzten Part so eine Art Tentakel zerstört. Für mich sah das ein bisschen alles aus, aber... Oh, shit! Oh, shit! Kumpelblase auf Zeit besiegen. Ihr wisst, was für ein Raum ist, ne? Oh oh. Die Magensäure kommt sonst. Dann sind wir, glaube ich, instant death. Hier müssen wir uns beeilen. Oh 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 oh. Das ist einer der nervigsten Räume. Aber ich glaube, ich habe mich gut angestellt. Das ist, glaube ich, schon die letzte Blase. Zeitlimit sehr großzügig. Aber das macht Druck. Wer es nicht kennt, ist erstmal schockiert. What to do? What to do? Einfach nur die komischen Blasen hier zerstören. Eieiei, ey. Was ein Raum. Und hier ist direkt nach der Karte, die wir im letzten Part gefunden haben, der Kompass. Jetzt kann ich euch auch mal einmal Yabu Yabus Bauch zeigen. Auch nur zwei Ebenen, aber sehr kompliziert aufgebaut. So sieht der Bauch eines Wals aus. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, ich nenne das immer 12 Finger da, wo wir gerade sind, weil was soll das sonst sein? Ich kenne mich nicht aus, bin kein Biologe. Ihr mir in die Kommentare schreibt, falls ihr eine bessere Idee habt, was es sein könnte. Kammer auf, Kammer zu. Wow. Sah eben nicht so hell aus, oder? Ja, Moment. Ich brauche auf jeden Fall hier jetzt die Karte. Da ist noch so ein grünes Scheißding. Aber war hier nicht noch irgendwas, wo es weitergeht? Ah, oh, Mann. Diese Scheißteile. Boah, wie gut ich eine Fee habe, ey. Ich glaube, das war vorher nicht offen. Ja, hier ist noch so ein komischer COCK. Ein schimmeliger Kock. Er ist grün. Oder blau? Ach, ist ja auch egal. Nein, lass mich in Ruhe. Haha. Hast keine Chance gegen mich. Ach, ziehst du jetzt den Schwanz ein, ja. Und... Ah, nicht getroffen. Damn it. Haha. Das ist alles deine Moves. Lächerlich. Wenn ich streiche willst, dann musst du noch ein bisschen lernen. Aber ich will mir jetzt ja gar nicht dafür gehen. Ja, aber jetzt ist, glaube ich, dieser grüne Muskel da verschwunden. Ich nenne das einfach Muskel. Sieht mehr nach Muskel aus als nach alles andere. Wow, jetzt ist wirklich alles blau. Komisch. Irgendwie mega gruselig, ey. Dieser Dungeon. Aber ist mal was anderes, ne? Was mir halt an den Dungeon nicht gefällt, ist, dass man die Route die ganze Zeit mitschleppen muss. Ach, richtiger Wasser-Dungeon ist es nicht, ne? Oh nein, das ist noch so ein Scheißding. Und jetzt noch mit Quallen. Ja, die Quallen können wir jetzt mit dem Bumerang easy besiegen. Vielleicht sollten wir es nochmal tun. Man kann, glaube ich, nicht mehrere Ziele anvisieren, wie in alten Zelda... was heißt alten Zelda-Teil? Das ist eigentlich alter Zelda-Teil. Ja, ich meine eigentlich... So, zum Beispiel in Phantom Hourglass. In neueren Zelda-Teilen, die meine ich eigentlich. Da geht das. Twilight Princess kannst du auch mehrere Ziele anvisieren. Hier aber nicht. Oder ich bin zu dumm dazu. Das kann auch sein. Nein! Lass mich in Ruhe! Scheißviech. Lass mich in Ruhe. Ah, Rubili, lass dich jetzt mal liegen. Einer ist schon weg. Hallo, komm. Natürlich jetzt nicht getroffen mit dem Boomerang. Oh Mann, ey, Link. Wow, der ist ein bisschen aggressiver hier. Der wirbelt ein bisschen mehr rum. Schwieriger, den zu treffen. Kommt mir zumindest so vor. Haha. Und nochmal. Das war's. Ich hab mehr Treffer gebraucht, oder bilde ich mir das nur ein? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall müssen jetzt sämtliche Barrieren verschwunden sein. Auch die Barriere, wo wir Huto das erste Mal hier getroffen haben. Im Yabu Yabus Bauch. Das heißt, wir können den Strudel runtergehen. Wir können dann auch die Skulltulas da einsammeln, die zwei.
Das ist irgendwie ein Speedrun von diesem Dungeon. Ich als Kitty, den ich das erste Mal gemacht habe, Alter, ich wusste gar nicht, was zu tun habe. Bin hier den ganzen Tag gehangen oder so. Das war echt schwer. Also wenn ich jetzt hier runter gehe, dann ist es, glaube ich, eine gute Sache, um die Skulltulas zu kriegen. Ja, weil die sind nicht hier. Ich bin jetzt mit oh lol, ich benutze Ruto, um die zu killen. Feels bad, man. Sorry, Ruto. Aber du bist die ganze Zeit schon so zickig. Das ist eben halt jetzt die Strafe dafür. So, das ist natürlich jetzt nicht der richtige Weg, aber wir wollen natürlich die Skulltulas hier einsammeln. 3 Stück gibt es. Mann, ich finde es schwierig, mit dem Boomerang zu zielen. Weil nicht wirklich ein Zielkreuz hat. Oder eine Orientierung. Das stille Ding. Goldene Skulptula. Yeah. Da oben ist nämlich noch eine. Krass, oder? Ach ja, ist es nicht herrlich? Ich spiele mehr Call of Duty, Alter. Da kannst du besser zielen, Alter. Wow. Mach es gleich mit der Schleuder. Damit kann ich besser zielen, aber es verbraucht halt Munition. Ich will die Munition sparen. Boah, Junge. Alter. Kann sich nur um Jahrtausende handeln. Das war eigentlich viel zu weit oben, aber es hat komischerweise gezählt. Komisch. Yeah. Okay, damit haben wir die Skulltulas. Ich glaube, eine gibt es sogar noch. Aber da können wir aktuell noch nicht hin. Jetzt ist die Frage, ne? Wie kriege ich die alte jetzt wieder hoch? Oh, nee, ne? Ich hätte die oben lassen sollen. Ich bin so dämlich. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder hochgehen, ne? Naja. Scheiße. Ach, das ist unnötig, Freunde. Das ist unnötig. Ich muss sie jetzt wieder hochbringen. Mmh. Was ist das denn für ein Raum? Hier war ich noch gar nicht. Oh, was ist das für ein ekliges Viech? Ist das die Zunge oder was? Die kann man betäuben und dann kann man da drauf. So war das. Boah, 2 von denen ist aber unfair. 2 Octoroks. Ah! Oh! Hab ich mich erschrocken, ey. Ekliges Pissviech, Alter. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh, sorry, Freunde. RIP Earphone-Users. Alter. Holy shit, du ekliges Mistviech, du perverses Ding. Alter, hab ich mich erschrocken. Holy shit. Sorry, Freunde. Oh Gott, ich habe so Angst, da nochmal drauf zu gehen. Ja, ja. Es hat mich nochmal runtergeworfen, dieses elende Drecksviech. Oh, hier war eine Fee. Hätte ich natürlich eine Flasche holen können, aber ich hatte die Heilung auch so notwendig. Ah, oh, jetzt muss ich hier nochmal hoch, Freunde. I'm so sorry, aber es hat sich gelohnt für die 2 Skulltulas. Ich hätte aber, glaube ich, die Prinzessin Ruto da oben lassen können. Merkt euch das. Ihr macht's besser. Nicht so dumm wie ich. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das Problem ist, ich muss ja jetzt hier nochmal runter, oder? Link und heulen rum. Ach nö, jetzt muss ich hier hoch. Kletter, kletter, kletter. Und Prinzessin Ruto ist eben halt da unten. Oh Gott, diese Zunge, ey. Alter, Hilfe. Das war creepy. Boah, hab ich mich erschrocken. Kein wildliches Soundtrack hier im Bauch von Yabu Yabu. Eher so Magengeräusche, merkt ihr schon, ne? Ach, du bist hier oben? Ja, wie bist du auf einmal wieder hochgekommen, hä? Hä, ernsthaft? Ja, mir soll es recht sein. Ich find's sogar gut. So, jetzt muss ich mich aber orientieren. Ich muss mal einmal kurz gucken, welcher Raum das jetzt ist. Ich glaube, hier sind wir reingegangen, ne? Dann müsste ich dahinter. Weil dahinter war eben halt dieser grüne Muskel. Ja, das ist der 12-Finger-Darm. Okay. Dann sind wir hier reingegangen. Das bedeutet wiederum, dass wir jetzt hier rein müssen. Und hier geht's weiter. Konnte man bislang noch nicht hin. Weil ein grüner Muskel das eben halt blockiert. Und ich glaube, hier hätten wir ohnehin nichts machen können. Da brauchen wir den Bumerang. Ah, ich weiß, was hier kommt. Ah, da ist er ja. Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform. Hey, ich will den Zora Saphir aber haben. Ich brauche den. Ansonsten können wir nicht weitermachen. Wir müssen noch die Zitadelle der Zeit mit den 3 Steinen besuchen. Ein gewisses Lied spielen. Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Ja, echt mal. Ich will den haben. Gib mir den Stein, verdammt nochmal. Gott sei Dank, endlich. Der Stein ist von meiner Mama.
als ich Lord Yabuyabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und jetzt, ja, jetzt habe ich ihn wieder, ne? Und ganz plötzlich hat er mich dann damals verschluckt. Aber jetzt, ja, kann ich wieder heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Ja, okay, dann komm jetzt hier runter. Mann. Wieso war sowas klar? Ja, oh, natürlich, echt so Aufzug mitten im Bauch. Was ist das denn, Oktopus? Ich frag mich sowieso, warum man in einen Magen, in einen Wal eine Karte und einen Kompass findet. Das ist so komisch. Oh. Der ist aber hässlich. Oh Gott. Boomerang Time. Let's go. Haha. Und los geht's. Ach, von vorne konnte man den nicht verwunden. Ja, sorry. Ach, ja, ich weiß wieder, wie es ging. Hm. Man kann ja auch einholen, aber das ist voll unnötig. Das ist viel zu umständlich. So kann man es übrigens auch machen. Das ist ein kleiner Trick. Und dann einfach betäuben mit einem Boomerang. Bam. Und jetzt Sprungattacke. Ja, oder auch nicht, weil er sein Schwert nicht gezückt hat. Boomerang, betäuben. Er dreht sich gleich um. Nochmal betäuben. Komm. Und Hit. Ah, Sprungattacke wäre am besten. Aber am besten Deku-Stab. Ich glaube, mit Deku-Stab kannst du den sogar one-hitten. Deku-Stab-Sprungattacke. Sowas ist so geschenkt, ey. Einer der langweiligsten und einfachsten Bosse. Hä, wieso hat er sich nicht umgedreht? Hallo, dreh dich um. Ja, so will ich dich sehen. Oh, Boomerang, warum triffst du nicht? Ey, will der Boomerang mich verarschen? Ich glaube, der Boomerang will mich verarschen. Na toll, jetzt muss ich dir irgendwie einholen. Ist natürlich alles andere als cool. Einfach unnötig, dieser Bosskampf. Ich meine, das ist nicht mal wirklich ein Boss, ne? Das macht er schon. Dreht sich da im Kreis, wow. Du bist ja ein angsteinflößender Gegner, mein Freund. Ja, ich bin zu dämlich dafür. Ich mach's lieber so. Komm her! Hol dir deine Dröhnung ab! Als Kind habe ich gedacht, dem muss man eine Bombe ins Maul stopfen. Ach komm. Es ist auch egal, so geht's am besten. Ganz ehrlich, so geht's am allerbesten. Oh Mann! Link, du Idiot! Warum visierst du den nicht an? Ach, dann mach ich's halt so. Das Anvisieren nicht klappt, muss ich es halt selber machen. Kein Problem mit. Haha! Und take this! Oh, wie viele Treffer braucht der noch? So ein langweiliger Boss. Tut mir leid, ich hasse diesen Gegner. Ah, Sprungattacke nächstes Mal. Falls ihr das Spiel nochmal machen sollt, Sprungattacke. Ach, jetzt ist er down. Ja, easy game. Easy life. Einfach nur nervig. Okay. Wir können natürlich jetzt selber diesen Aufzug nutzen und hoffentlich finden wir hier oben Prinzessin Ruto. Ja, in der Tat. Sie ist nicht hier. Es waren einfach nur irgendwelche Quallen. Sie ist nicht hier. Hat ja auch gesagt, ah, eine riesige Qualle. Dann meinte sie nicht der Oktopus, der Riesen-Oktorok und auch nicht Dieselquallen. Ach du Scheiße. Wie meint sie dann? Auf was ist sie da gestoßen? Das gilt es herauszufinden. Ich denke, wir machen den Dungeon in diesem Part fertig. Ich wüsste nicht, was dagegen spräche. Ah, oder mache ich nur zur Boss-Tür? Ich glaube, ich mache nur zur Boss-Tür. Ja. Okay, ich glaube, das ist der... Oh, nee, nicht ihr schon wieder. Oh, Jesus, diese Viecher. Ich glaube, ich gucke erstmal, was da unten ist. Ein Oktorok. Ja, den können wir schon mal umbringen. Die, Motherfucker! Ach, hier muss man gar nichts machen. In dem Raum gibt's lediglich gar nichts. Und das war auch nicht der Skulltula-Raum. Ohnehin hätten wir die Skulltulas ja gehört, oder? Na, nicht immer. Jetzt hier drauf und ganz schnell weiter. Ansonsten erschrecke ich mich gleich wieder. Und dann, ja, wird's wieder laut. Und rüber da. Ja, der Raum war easy. Nur eklig. Aber easy. Aha. Was sind wir denn jetzt? Was ist das für ein komischer Raum? Das ist doch der Anfangsraum laut Karte. Hä?
Aha. Freunde, aha. Jetzt können wir nicht hier hin. Da habe ich am Anfang gesagt, guckt mal, da ist eine Tür. Aber da kann man jetzt erst hin. Und das ist wieder so ein Schalter, der nicht gedrückt bleibt. Guckt mal. Eine seltsame Magie versperrt dir den Zugang. Löse das Rätsel raus und erhältst Zutritt. Ja klar, wir müssen da irgendwas draufstellen. Wir haben ja jetzt Prinzessin Huto nicht mehr. Die ist ja da irgendwie verschollen jetzt schon wieder. Mit dem Zora-Saphir. Das ist ja das Problem. Hier, eine schwere Bombe. Bomben sind schon schwer. Ja, steht da jetzt nicht richtig drauf. Ich meine, Bomben bestehen doch aus Stahl. Oder woraus bestehen Bomben? Ist auf jeden Fall ein schwerer Gegenstand. Zählt aber nicht. Nicht schwer genug. Das ist so dumm. Und jetzt zeige ich euch mal was, was noch dümmer ist. Na, seid ihr schon drauf gekommen? Guckt mal, hier sind Holzkisten. Das sind Kisten aus Holz. Nichts Metallisches an sich. Kein Metallrahmen. Ja, vielleicht ist da irgendwas Schweres drin. Aber wenn da was Schweres drin wäre, könnte Link die vermutlich nicht mehr heben. Und die fetten Bomben aus Stahl, die reichen nicht aus. Aber wenn ich jetzt hier diese dumme Holzkiste drauflege, ja, und da sind zwei Holzkisten, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, oh, da musst du bestimmt beide Holzkisten drauflegen. Nö, eine Holzkiste reicht. Einfach nur unlogisch. Ja, das ist Rätsellösung. Eigentlich mega easy. Kommt man drauf. So, in diesem Raum wollen wir jetzt erstmal diese scheiß Qualle loswerden, damit wir uns hier umschauen können. Und hier war auf jeden Fall die Skulptula, das weißt du noch. Die goldene Skulptula, muss man immer dazu sagen, weil normale Skulptulas gibt's ja auch. Aber schon der letzte Raum vom Final Boss. Ja, seht ihr das ja auch schon. Final Boss ist da. Angezeigt. Take this and die. So, wo war die jetzt? Ich glaube hier. Ja. Oh, ich werde besser mit dem Bumerang. Ich werde wirklich besser. Komm, gib mir dein Symbol, deine Seele, liebe Skulptula. Danke. Die Firma dankt. Okay, was haben wir hier? Ein Schalter, wenn man es überhaupt Schalter nennen möchte. Moment. Bumerang fliegt nicht. Ein Bogen. Das war das schwierigste Rätsel eigentlich. Nein, nicht wirklich. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt durchgerusht. Mehr als durch Dodongo's Höhle. Aber ich finde diesen Dungeon schon anspruchsvoll eigentlich. Ich weiß halt, wie es funktioniert. Aber wenn man es das erste Mal spielt, ist schon der schwierigste Dungeon von den dreien. Und hier ist die Boss-Tür. Wir haben alles, was wir holen können. Wir haben alles gemacht. Also, gucke ich mal, wie lang der Part ist. Vielleicht machen wir den Boss sogar noch. Einen Moment. 18 Minuten erst? What the fuck? Das kam mir länger vor. Ja, ich glaube, ich bin echt hier durchgerusht. Na gut, Freunde, dann machen wir natürlich noch den Boss. Also, das andere steht hier wohl nicht zur Debatte. Der Boss ist in der Tat nicht mehr geschenkt. Goma und vor allen Dingen King Dodongo, die waren natürlich super easy. Und dieser Boss ist schon hart. Quallen. Das meint Prinzessin Ruto mit Quallen. Und was ist das für ein ekliges Viech? Uah. Guckt es euch an. Guckt es euch an. Elektroterrestrisches Biotentakel Barinade. Oh mein Gott. Das ist mein ekliger Boss. Yo, beballert uns direkt hier mit Laserstrahlen. Ist klar. Du kannst mich nicht schockieren. Ich bin Link. Kämpfer der Gerechtigkeit. Oder so ähnlich. Wir müssen jetzt erstmal die Tentakel da abschneiden, weil irgendwie ist das elektrisch geladen und holt da oben auch quasi die Energie von. Jetzt beginnt Phase 2 schon. Wow, es leckt bei mir. Der Bosskampf leckt bei mir. So, jetzt können wir die nicht attackieren hier, dieses eklige Drecksviech. Zack, zack, zack. Ah, egal. Nein, Link, schnell weg. Boomerang ist natürlich hier super wichtig. Jetzt beginnt die nervigste Phase. Jetzt müssen wir warten, bis eine Gelegenheit sich ergibt, dass wir den Boomerang da durchmolen können. Wir müssen natürlich auch nah ran und wir werden teilweise noch beschossen. Hat nicht gereicht. Das hat gereicht. Sehr nice. Jetzt müssen wir erstmal die Quallen besiegen. Weil der Körper von Barinade jetzt im Boden versunken ist. Und der taucht nur auf, wenn wir die Elektroquallen hier jetzt vernichten.
Ja, ah, ihr merkt schon, dieser Boss ist ein bisschen härter. Aber trotzdem machbar. So sagt Navi überhaupt. Die Riesenqualle Parinade. Benutze erst deinen Bumerang, um die Riesenqualle zu betäuben. Und dann schlag mit dem Schwert zu. Ja, hab ich ja gemacht. Dramatische Musik, dramatische Musik. Ich glaube, die Quallen sind auch besser hier mit dem Bumerang zu vernichten. Ja, definitiv. Aber wenn ich die mit dem Schwert attackiere, dann kriege ich ja wieder einen elektrischen Schlag. Ah, Mann, ey, dieser Boss. Das ist noch nerviger als der Zwischenboss. Bam. Das ist natürlich easy zu betäuben. Und jetzt kommst du raus, oder? Ja. Jetzt kommt das Drecksviech da raus. Komm her. Komm her. Ich glaube, die Quallen kommen jetzt auch nicht mehr wieder. Das heißt, wir zücken jetzt das Schwert und... Sprungattacke! Sprungattacke! So. Ja, mit dem Deku-Stab könnte ich noch mehr Schaden machen. Ich weiß, Freunde. Aber ja. Ist nicht so episch mit dem Deku-Stab. Ich ramme Barinade lieber mein Kukiri-Schwert rein. Und... Take this and that! Dieser Boss hält auch viel mehr aus als die anderen, ne? Aber jetzt die ganze Zeit mit Ausweichsprüngen sich fortbewegen. Geht schon. Eigentlich stelle ich mich ganz gut an. Außer gegen diese komischen Quallen da. Da ging schon klar. Ah, jetzt kommt's raus. Okay. Ich denke, das war's. Schwert ziehen und take this. Down. Besiegt. Drecksviech. Verreckel. Bah, sieht so widerlich aus. Gut, jetzt, Mann. Ist ja eklig. Bah, das Licht, diese ganze grüne Schleim. Bah. Quallen an sich sind nicht eklig, aber das Viech, bah. Ein Herzcontainer, yeah. Noch mehr Herzen. Mehr Energie heißt mehr Energie. Jetzt brauche ich auch nicht nach Herzen gucken, denn, ja. Ein Herzcontainer füllt uns ja vollständig wieder auf. Und hey, Prinzessin Rute, was war's denn da? Die guckt aber nicht gerade sehr nett. Hallo, ich hab dich gerettet. Du bist spät dran. Warum hast du so lange gebraucht? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles, aber nur ein bisschen. Hallo? Ich bin dein Lebensretter. Wie behandelst du mich denn? Eigentlich geiler Dungeon, hat mir doch Spaß gemacht. Als Kind habe ich ihn gehasst. Aber jetzt als erwachsener Mensch gefällt mir der Dungeon eigentlich. Ist halt nur nichts Neues, ne? Gab's schon oft sowas. Na, vielleicht war The Legend of Zelda Ocarina of Time die ersten, die das erfunden haben. Kingdom Hearts war später, Ape Escape war, glaube ich, auch später. Ja, Ape Escape war später. Und... ja, in Mario Last Impact sowieso. Ja, vielleicht waren die die Ersten mit der Idee. Dann ist natürlich Hut ab. Hey du bist cool. Aber ein bisschen mehr als andere. Aber nur ein bisschen. Hallo? Die ganze Zeit hatest du Link und jetzt auf einmal willst du seinen Cock, die Liebe gestehen? Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir. Ja... Ah, ich möchte schon den Heiligen Stein in Zora Saphir. Du sprichst von Heiligen Stein des Wassers in Zora Saphir? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Zoras. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora Saphir. Ja, ich möchte aber eigentlich Prinzessin Zelda. Finde ich jetzt nicht so attraktiv. Such dir doch einen fischigen Freund. Heirate auch den Wal, wenn du schon als Kitty immer im Wal rumgeisterst. Warum war die als Kind schon immer im Wal drin? Was ist da toll dran, im Wal zu sein? Ey, die ist auch so ein bisschen komisch, ne? Auch ein Charakter in Hyrule Warriors, by the way. Die Prinzessin Ruto. Und da haben wir ihn. Den letzten Schatz. Damit können wir zurück zur Zitadelle Zeit. Aber Link hat natürlich wieder was Besseres zu tun als... in der Story weiterzukommen. Link will jetzt erstmal goldene Skulltulas jagen. Haha. Können wir nicht jetzt ordentlich was einsnacken. Der Zora Saphir. Von den Zoras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben.
Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die 3 heiligen Steine. Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Sag's bloß nicht mein Daddy. Nö, hab ich nicht vor. Daddy! Nee, aber ich sag's jetzt erstmal meine Ocarina. Denn wir wollen hier die Nacht heraufbeschwören. Denn hier gibt es auch noch 2 goldene Skulpturas zu holen. Moment. Bumerang brauchen wir. Eigentlich hat die Deko, die Feenschleuder auch jetzt ausgedient, oder? Bumerang ist in jeder Hinsicht besser. Hat ausgedient, glaube ich. Aber war lange nützlich für uns. Ich glaube, hier taucht eine goldene Skulptur an der Wand auf. Deswegen spiele ich hier jetzt meinen Song. Mein Song. Diese Lieder. Rechts unten hoch war's. Rechts unten hoch, rechts unten hoch. Hymne der Sonne, ertöne. Los geht's. Oh, jetzt bleib ich nicht da oben. Ach, come on. Come on. Come at me, bro. Ja. Da ist sie. Mann, links blöder Hut. Ist auch immer im Weg, ne? Schon nervig. Das macht das Ziel nicht einfacher, liebe Freunde. Yes. 3 Treffer. Brauchen wir. Und nochmal das Ganze ein bisschen höher vielleicht sogar. Yes. Dead Stille Die. So, und jetzt zur Skulptur, die wir schon vorher hätten holen können. Wo war die denn? Ach, Freunde, ich weiß nicht mehr, wo die war. Einen Moment. Goldene Skulptur bei den Säulen nachts. Wo sind denn hier Säulen? Hä? Zimmer, was hast du dir notiert? Bei den Säulen. Was für Säulen? War hier nicht am Baum auch noch eine? Die habe ich schon geholt, ne? Ja, die habe ich schon geholt. Bei den Säulen. Nee, das war am Dings. Die haben wir schon geholt. Mann, wo waren denn die bei Zoas Kelle? Ach, die haben wir schon. Das war die. Das war die, Freunde. Das war die Skulptula, die wir schon geholt haben. Das war die, einfach den Baum anrempeln. Ne, da haben wir schon alles. Was ist da eigentlich für eine komische Einkerbung? Wie kommt man da hoch? Das will ich auch mal ganz gerne rausfinden. Ich denke nicht, dass das Link sich da hochziehen kann. Ja, Freunde, ich denke, dann war's das für diesen Part. Im nächsten Part gehen wir Skulpturas jagen. Und gehen vielleicht schon zur Zitadelle der Zeit. Also, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es mir gerne vom Visier ansonsten. Sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Und danke fürs Anschauen. We'll be right back.